Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Gut, liebe Megan, dann mach mal das Boot stark klar, ne? Bereit für einen Besuch beim Herzog? Ja, kann losgehen. Kapitel 8. Der Großpalast. Der selbstsüchtige und korrupte Herzog Luca Abele herrscht über Serkonus und hat einen Staatsstreich gegen dich organisiert. Betritt den Großpalast, um den Herzog, der sich gegen Attentate mit einem Doppelgänger schützt, zu finden und zu eliminieren. Außerdem musst du Delilahs Geist finden, die einzige Möglichkeit, ihre Unsterblichkeit entgegenzuwirken. Na dann. Auf geht's. Im Palast lebt ein Doppelgänger des Herzogs, um Meuchler zu täuschen. Ein Freund in der Wäscherei hat gesagt, der Doppelgänger würde rauchen. Vielleicht hilft das. Aha. Vielleicht können sie mit ihm reden. Er soll nett sein. Was für ein Scheißjob, einen Tyrann wie Herzog Luca Abele zu spielen. Merkwürdig, dass die Leute den Herzog akzeptieren. Er hat eine Armee, kontrolliert die Bergwerke. Und er hat die Hauptstadt im Rücken. Auf seinen Feiern teilen die Gäste das Land unter sich auf und essen dabei Hummer. Ich kenne solche Feiern aus Dunwall. Voll Speichellecker, die sich gegenseitig in den Rücken fallen. Arme Kaiserin. Ich habe diese Feiern vom Dach der ehemaligen Schlachterei gesehen, wo ich schlief. Im überschwemmten Bezirk. Ich weiß, Sie hatten es schwer, Megan. Ich bin oft verkleidet durch Dunwall gelaufen. Aber wenn's mir zu viel wurde, konnte ich immer zum Tower zurück. Kanaka hat mir eine Perspektive gegeben. Gut. Wenn Sie den Herzog erledigt haben, finden Sie, was er für Delilah aufbewahrt. Sobald Sie es haben, hole ich Sie mit dem Beiboot ab. Das ist sehr nett. Sehr super. So. Na dann. Haben wir hier schon irgendwas Tolles? Glaube nicht, oder? Eliminiere Herzog Abele. Echt, den sollen wir wirklich so abmurksen? Also wirklich so... Können wir den nicht so strafen wie diesen... wie hier so schnell? Diesen Roboterbauer da. Kirin Chindosh, genau. So, 5. Mamilein, du bist dran. So, wie beim Pokémon, ne? Würde ich sagen, das hier, ne? Und endlich können wir auch wieder unsere Fähigkeiten einsetzen. Ich bin so glücklich. Na, ihr Ratten. So. Was haben wir denn hier? Ein Marktplatz. Roher Wahlknochen nehmen wir gerne mit. So, haben wir hier drinnen irgendwas? Tatsächlich. Einen Haufen Münzen. 10 insgesamt. Wir rauben da gerade irgendeine arme Sau aus. Tut mir sehr leid. Für ihn oder sie. Aber wir sind auch arm wie Kirchenmäuse. So. Ra 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 da 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 da. Jo, okay, dann hätte ich gleich hochklettern können. Ich Pfosten. Oder ich muss runterklettern. Das könnte natürlich auch sein. Wah! Au, so geht's auch. Na, war nur eine Täuschung. Ich dachte, da wäre was. Nee, nee. Ey, hoppala. So. Aha, das hat super hingehauen. Wirklich. Super. Ach so, ich schleiche. Warum eigentlich? Weiß ich nicht. So. Jetzt machen wir es anständig. Wir gehen irgendwie mal da lang. Die Ware kommt rein und muss sofort weiter. So läuft's auf dem Schwarzmarkt. Das Zeug kann hier nicht bleiben. Die Garde erwischt uns sonst oder die rechtmäßigen Besitzer kommen und wollen es wieder haben. Warum dauert es so lange, bis es im Laden ist? Hat Betty Angst, wir werden erwischt? Der Kerl im Laden ist nervös. Aber wir hätten uns das Zeug gleich vom Boot laden müssen.
Ich habe einen guten Freund im Laden, der schon seit Jahren Schwarzhändler in Kanaka und in Kalabo beschützt. Es kann also nicht viel passieren. Okay. Dann schauen wir mal kurz nach, oder? Missionshinweise. Hafenarbeiter, Schmuggler warten bei ihrem Boot darauf, einen Schwarzhändler in der Nähe Ware zu bringen. Ihr Captain ist vorausgegangen, um die Lieferung in die Wege zu leiten. Und dann natürlich der Doppelgänger des Herzogs. Megan Foster hat einen Freund, der manchmal im Großpalast arbeitet. Ne? Angeblich ist er Doppelgänger des Herzogs. Raucher und um einiges netter als der echte Herzog. Naja, wenn es ein Doppelgänger ist, vielleicht können wir den ja auch später für uns nützen. Ist dein Freund? Das ist geheim. Die Jungs reden nur mit mir und keinem sonst. Sicher ist sicher. Aha. Okay, da wäre es noch gut herauszufinden, wo der Schwarzmarkt-Typi ist. Was haben wir da? Eine Registrierkasse, bitte. Nicht lustig. Ja. Alter. Da ist hier jemand. Hi. Ich raub den einfach mal so aus, ne? Gar nicht mitgekriegt, dass da jetzt einer steht. So. Zum Großpalast. Okay. Geht's hier rein? Nein, ne? Nicht wirklich. Irgendwie da. Revina Boulevard. Aha. Ich hätte nur gerne... Helfen Hallo. Sie mir. Sie gehören ja noch ebenso wenig hier wie ich, oder? Sie sind ein Guter. Hören Sie, heißt diese Stelle zwischen ein paar Feldern hinter einem Brunnen. Die Leute haben dort immer Gaben hingelegt. Dort haben die Träume angefangen. Ich gehe da nicht mehr hin. Aber wenn Sie einen Blick riskieren wollen... Ich glaube, da meint das so ein Outsider-Dings wahrscheinlich. Wir werden uns Mühe geben, jawohl. Oh. Schaut gut aus, ne? Aha, da drüben ist er. Okay. Okay, wie mache ich das? Keine solche Genehmigung, ich dachte, ich kenne Kanakas Gesetze. Gesetze ändern sich. Siehste, der Herzog erlaubt es der Garde jetzt neue Gebühren zu erheben. Wissen Sie, wer noch einen schönen Laden hatte? Mutterbeidefische. Serafina, Ihr Geschäft ist abgebrochen. Ja, in meinem Bericht steht die Holländerware. Aber keiner weiß, wer das Feuer wirklich gelegt hat. Oh nein, glaubt man, Ihr Bruder starb bei dem Mord. Huch, aber... Schau mal, ich glaube, wir haben es gefunden. Ich war gerade leise, weil ich den Leuten da zuhören wollte, ne? Was die da alles zum Erzählen haben. Her mit uns, her mit dir. Unser schönes Runchen. So, dann war gleich noch was in der Nähe eigentlich, ne? So ein knochiges Artefaktelein. Jo, eigentlich gibt's da recht viel, ne? Ich würde sagen, den da. Okay. Kommt man hier irgendwie heil wohin? Nicht so wirklich wahrscheinlich, ne? Wow.
Okay, das ist wieder sowas. Das ist wieder sowas. Entschuldigung, ich bin gerade sehr schweigsam. Wow. Aua. Da vorne ist der Großpalast. Okay. Ich wollte nur noch den, dass der Ding da, da. Holen. Ich hätte nie gedacht, dass es wirklich so weit kommt. Nun, das ist es. Lassen Sie uns jetzt arbeiten. Was war das? Was war das gerade? Hä? Was ist hier los? Sicher, da war jemand. Das dauert nicht. Halt! Das ist nicht. Bereit? Ich hoffe, ich bin da richtig. Ah, Schwarzhändler. Was zum Teufel? Alter, was geht da ab? Aha, Sicherheitsdingens, ne? Okay. Okay, das ist heftig. Wo bin ich hier? Oh Maria, da bin ich erst. Ach du Heilige. Ah Scheiße, das war jetzt nicht gut. Das war nicht gut, was ich gemacht habe. Dab. Ah, natürlich. Entschuldigung. Weiterer Haufen Müll. Ich kann irgendwie gerade nicht. Warum kann ich jetzt kein Geld geben? Hallo? Weil ich zu schnell vorbeigelaufen bin. Ich bin nur doof. Hallo. Entschuldigung, ich lade gleich nochmal. Das gibt's ja nicht. Hallo? Sein aus, was ihn erschlagen. Die arme Sau. Okay, Dreckverfluchter. Ja. Ich muss mehr speichern. Ich bin schon wieder zu doof, was das betrifft. Ja. Böse Zocki. So, hallo. Hey, das kriegst du wieder deine Münze. Sie sind ein Guter. Hören ja. Sie, da ist diese ja. Stelle zwischen ein paar Feldern hinter einem Brunnen. Die Leute haben dort immer Gaben hingelegt. Ja. Dort haben die Träume angefangen. Ja. Ich gehe da nicht mehr hin. Aber... wenn Sie einen Blick riskieren wollen, ja. Machen Sie es gut. Jo, danke schön. So, normalerweise... ne, so. Und so. Das haben wir schon mal. Super. So, dann Mamilein. Ich hatte das da drüben ausgewählt, ne, eigentlich. Vielleicht wäre aber die Rune hier besser. Die hier zuerst zu holen. Auf jeden Fall muss ich das Ganze speichern. Es tut mir sehr leid fürs Failen. So. Schnell speichern. Gut. Oh, hoppala. Bist du allein? Bis auf wenige Verbündete. Ja, das ist eh nichts Neues. War so klar, oder? Dasselbe. Es ist immer dasselbe. Verdammt! Warum bedecken Sie Ihr Gesicht? Angst, dass man Sie erkennen Siehste? Könnte? Hab's doch gesagt! Nee, nee. Tod im Monat der Lieder. Hatten wir das auch schon? Ich glaube ja. Oh nein, nein, du Hund! Ich war's nicht. Verdammt. Na komm, Münze. Haben wir hier auch was drin? Lass sehen, was du hast.
So. Zum Essen oh, brauchen wir eigentlich auch nichts. Da ist jemand ganz verwegen. Wow. Was war das? Oh. Na, und wo bitte willst du ich hin? Ich will nicht sterben. Gehst du hin? Wohin? Was ist denn jetzt los? Was ist denn los? Krieg dich schon! Was? So, war das gut? Durchsuchen wir den Laden gründlich. Du wieder! Oh. Kann nicht sein. Alter! Mann, ey, ich wollte ihn doch nur würgen. Ich wisch mir nachher sein. Ich wollte ihn doch nur würgen. Das ist nieb. Ist er jetzt gewürgt? Passt. Irgendwann ja, so geht's auch. Scheiße nochmal. Hä? Was nicht. Ah, das noch sein, oder was? Seltsame Zeiten. Harte Zeiten. Muss wachsam. Du hast ja nichts verloren! So, passt. Der ist erledigt. So einfach geht das. Oh, Schande. Ah, Gottchen. So. Passt. Gibt's hier was zum Stibitzen? Wow, Wohnungsschlüssel des Ladenbesitzers, super. Und eine Zeitung, der Silbernagel, Vizeaufseher verschwunden. Der Jedermannsorden weigert sich, das Verschwinden von Vizeaufseher Liam Byrne zu bestätigen. Natürlich, aber die Gerüchte nehmen zu. Meine Freunde, und es gibt Meldungen über verdächtige Signale aus dem alten Gebäude der Bergbaugewerkschaft, Entschuldigung, in dem Byrne und seine Jungs vom Orden gegen Paolo im Staubbezirk die Stellung gegangen sind. So. Wie die Leser des Silbernagels wissen, ist der Wahrheitsgehalt bei Gerüchten höher als bei offiziellen Mitteilungen. Na prima. Wie wahrscheinlich ist es, dass der Vizeaufseher seine tägliche Predigt auf dem Platz von Shindari verpasst. Na? Angeblich ist nach Byrnes Tod im Ordensaußenposten in Batista das Chaos ausgebrochen. Tot? Wieso tot? Er ist nur verschwunden. Und die mächtigen Aufseher sind gezwungen, ihn zu verlassen und sich aus der Gegend zurückzuziehen. Also werden die Heuler nun stärker und üben mehr Kontrolle über den Staubbezirk aus. Paolo hat schon eine Flüsterpropaganda von Leutnant zu Leutnant und von Ladenbesitzer vor Ort zu seinen Freunden bei der Garde in Gang gesetzt. Es ändert sich was in Kanaka und nach dem, was ich gehört habe, scheinen einige von ihnen diese neue Entwicklung willkommen zu heißen. Sehr gut. Ich soll mal die Waffe wegsperren. Wegtun. Waffe wegsperren. Ja, auch nicht schlecht, ne? Aha, der verkauft Tresore. Ah. Was haben wir denn da Feines? Na los. Ah, das ist nur eine Tür. Ich dachte, der geht auf. Ich habe echt gedacht, da wäre was drin. Na, ihr Ratzer. Schlaft's nur gut. Ein Kabelwerkzeug bringt mir leider nichts. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal rauf. Was haben wir denn hier? Ein Beutelchen. Und da noch ein paar Münzen. Sehr gut. So. Jo. Das ist leider nicht ganz dort, wo ich gehofft hatte, dass was ist. Aber wir haben jetzt einen Schlüssel. Das bedeutet... Hallo!
Ich hoffe sehr. Hüpf. Da. So, ich hoffe sehr, dass der Schlüssel hier hinpasst. Nicht! Ja, dann probieren wir es mal da oben. Was haben wir denn hier? Gehört das dazu? Ja. Käse! Ja, und Kerl, wo wohnst du dann? Ja, das wird wahrscheinlich seine Wohnung sein. Der wird einfach hier alles abgesperrt haben. So wird's ausschauen. Ich wollte nichts Böses! Ist ja alles okay. Lass mich mal kurz da vorbei. Kann ich dich würgen? Lassen Sie mich! Spitzen aber scheinbar auch nicht. Ich dachte, ich kann den würgen. Geht nicht wirklich. Obwohl er Angst hat. Komisch. Soll ich ihn vielleicht... Na, da bringe ich ihn gar. Wenn ich ihn irgendwo hinschleudere. Eine schöne Tapete haben wir da. Wirklich traumhaft. Das ist der neueste Schrei. Was haben wir da? Brief von Petronilla. Allison, ich bringe meinen Cousin... der seit 2 Tagen einen bösen Husten hat, etwas Hexenfischbrühe vorbei. Du hast ja deinen eigenen Schlüssel, falls du hier übernachten musst. Du bist immer willkommen. Sei nur so lieb und leg deine schmutzigen Stiefel nicht ins Bett. Ich bin morgen früh zurück. Bring Gebäck mit. Petronilla Waterspoon. Waterspoon. Und wer ist der Typ? Ah ja, da haben wir ihn schon. Den nächsten Outsider-Geschichte-Dingens. Tada! Outsider-Schrein, wollte ich sagen. Jetzt bist du wieder unter deinesgleichen. Den Adligen und ihren Speichelleckern. Fühlst du dich jetzt wohler, Majestät? Sollen diese Menschen ein Viertel deines Kaiserreichs beherrschen? Nein. Es hat dich scheinbar nie interessiert. Vielleicht ist es das nächste Mal anders. Hier kannst du nicht ignorieren, wie das gemeine Volk sein Dasein fristet. Wie dem auch sei, ich weiß, was du suchst. Aber das Herz kann nur eine Seele fassen. Also, wenn du ein Teil von Delilah mitnehmen willst, musst du bereit sein, etwas zurückzulassen. Ist klar. Und wir werden unserer Mami ihren Frieden geben. Gar keine Frage. Altes gestohlenes Tagebuch. Auszug aus einem Tagebuch eines bekannten Ketzers, das vor dessen Hinrichtung konfisziert wurde. Für die meisten Leute ist der Outsider nichts weiter als ein Kindermärchen, das den Leuten Angst und Schrecken einjagen soll. Als ich noch klein war, waren meine Mutter und ich auf der Flucht. Zogen von einer Siedlung oder einer Hafenstadt zur nächsten. Wir zelteten wochenlang in den Wäldern, wir verfluchten Aufseher, die verfluchten Aufseher immer im Nacken. Am Abend erzählte mir meine Mutter von ihren Träumen, von dem leeren Ort, an dem der Outsider ihr etwas zuflüsterte. Jeder Besuch vergrößerte ihre Fähigkeiten, bis sie durch die Augen von Motten sehen oder ein Fenster, sogar die verschlossene Tür eines Hauses von außen öffnen konnte. Das hätte ich auch gern. Ich werde diesen leeren Ort finden. Irgendwie
wird der Schlüssel zum Nichts in meine Hände fallen. Mit der Zeit werde ich das Geheimnis ergründen und er wird mich zu sich rufen, wie er sie zu sich gerufen hat. Nennt mich aufgrund meiner Studien einen Ketzer, werft mich in eine kalte Zelle, geißelt mich und stellt mich als Abtrünnigen vor Gericht. Verbrennt meinen Körper zu Asche, aber ich werde nicht aufhören, das Reich zu suchen, von dem meine Mutter erzählte. Das ist der Sinn meines Lebens. Großartig. Da hat man ja nichts anderes zu tun. Notizen einer alten Artefaktschnitzerin. Zehnter des Regens. Ich habe eine tote Matrosin auf der Straße gefunden. Ich schleifte sie in eine Gasse, um sie zu durchsuchen. Ich weiß nicht, wie sie gestorben ist, aber Diebe waren es nicht, da ihre Taschen voller Münzen und anderen Dingen waren. Das Beste waren zwei Walknochen. Ich habe darauf geachtet, dass ich sie schön mit ihrem Blut getränkt habe, so wie es mir meine Mutter gezeigt hat, als sie das schwarze Knochenartefakt vor mir besaß. 12. Tag des Regens. Ich habe das schwarze Artefakt rausgeholt und um den Hals gehängt, sodass es zwischen meinen Brüsten hängt. Ich habe begonnen, einen der Walknochen der Matrosin zu schnitzen. Er wartet schon ungeduldig darauf. Also spreche ich mit ihm, beruhige ihn. Du musst geduldig sein, sage ich. 13. Tag des Regens. Nachdem sich der Walknochen beruhigt hatte, schnitzte ich eine verfluchte runde Seite und dann eine süße Versuchung auf die andere Seite. Das hat ziemlich lang gedauert. Durch das schwarze Artefakt meiner Mutter klappte das allerdings. Es wurde durch die Berührung warm und sang, während ich arbeitete. Dieses neue Stück Walknochen ist wirklich was Besonderes. Stark. Wird einen guten Preis bei einem Straßenboss oder Schmuggler einbringen. 15. Tag des Regens. Mein kleines Artefakt ist fertig. Es wird einen Spieler trunken vor Glück machen. Jedes Mal ein Sieger. Aber jede Nacht an den Tischen wird Spuren hinterlassen. Die Augen werden langsam milchig, bis sie ganz weiß sind, wie hart gekochte Eier. Toll. Schön. Ein Beutel, den nehmen wir auch gern mit. Ich glaube, dann sind wir es hier, ne? Oh. So, Mamilein. Niemand sonst sieht mich. Ich bin hier. Und doch nicht hier, wenn du mich rufst. Aha. Okay. Was war das? Falle entschärfen. Ach so, ich bin eine Falle. Die habe ich nicht gesehen von da hinten. Okay. Da haben wir noch eine. Die habe ich nicht gesehen. Na schön. Niemand hat mir zu widersprechen. Nicht, wenn sie bezahlt werden wollen. Aha. Okay. Fünü, oder? Okay. Kommt man von hier aus weiter? Nicht so richtig, ne? Nicht so richtig. Nicht so richtig. Mal, lass mich nochmal hier rauf. Vielleicht hätte ich darüber gemusst. Vielleicht geht hier irgendwo ein Fenster auf. Na, nicht wirklich.
Ich hoffe, dass das richtig war. Ich sehe gerade, der Part ist zu Ende. Okay. Groß ist es hier schon wieder, ne? Richtig groß. Alter Schwede. Ich hoffe, wir finden dieses Teil hier. Kann ich hier auch was einschlagen? Nein. Ja. Ich denke, wir sind hier richtig. Ich hoffe es sehr. Und ich würde sagen, wir belassen es mal für heute. Und werden dann im nächsten Part hier dieses Teil-Dings hier das Suchen tun. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!